Herzlich willkommen, du Herr der Ringe-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Return to Mordor Schatten, Mann. Ah, ja. Wenn man noch die Spiele so lange spielt. Ich wollte hier die Machtprobe mal testen. Und da wollte ich hier diese Machtprobe annehmen und reinrennen. Ich werde den Karagor häuten. Die Menge will es. Du bist ein Nicht. So, Shift, Angriff, ausweichen. Yo, das wissen wir. Oh, scheiße. Buschka, Buschka, Buschka. Waldläufer. Dafür peitsche ich dir die Haut in Fetzen. Ah, ich glaube, das wird nichts, Mann. Deine Eingeweide als Trophäe. Oh, ah, das geschafft. Okay, zurück. Buschka, Buschka. Oh, scheiße. Bisschen gepennt. Jeder wird sehen, wie gefährlich ich sein kann. Ja, du mich auch, Alter. Jo, das sind wir wenigstens. Okay, das war ja mal eine Nullnummer. Diese Türme aus Silber? Das war ja mal eine harte Nullnummer. Ja, dann gehen wir hier mal hin. Komm. Die Gefallenen, gehen wir mal zu den Gefallenen. Sie sind lieb. Ja gut, ist eigentlich, glaube ich, scheißegal, ob Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Bisschen weg von den zwei, weil die, boah, zwei Karagor sind schon heftig. Gut, sonst ist keiner hier irgendwie gerade in der Nähe. Gehen wir mal hier hoch. Hab gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Ich nicht. Ich habe andere Befehle. Jo. Diese Sklaven werden dafür bestraft, dass sie von der Schule zusammengebrochen sind. Rette sie von den Peinigern. Jo. Runter. Kruga hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden... Fällt es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Schleicht da jemand umher? Ja, ich.
Bist du das, Waldläufer? Schneid mich los, bitte. Du bist tot. Vergiss nicht, wer dein Herr ist. Komm. Yes. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Warte, ich rieche etwas. Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Danke, Waldläufer. Gut, holen wir uns den da oben. Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Machen wir den frei. Dann haben wir nur den letzten. Danke. Mit den ganzen Fallen, die wir überall gelegt haben, sind die Tage des Waldläufers gezählt. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Weiß nicht, was manchen Urks hier solche Angst einjagt. Ist er nicht sogar so ein... Der Hauptmann sagt, eine Patrouille hat unbekannte Spuren gefunden. Niemand weiß, was es ist, doch es ist er nur ein Bogenschütze oder ist er so ein... so ein Anführer? Bleibt wachsam! Ich könnte zurückkommen! Nicht einschlafen, Körbe! Hier stehen noch mehr Schmerzen bevor! Du kannst schlafen, wenn du tot bist! Und du kannst sterben, wenn ich mit dir fertig bin! Das Problem ist, ich würde gern... Da ist der eine. Ich würde den aber gern freigeben. Ist es immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Da hinten ist einer und der eine noch hier. Hält man uns nicht auf. Da kommt wieder einer. Wenn diese winzige Kreatur da draußen ist, versteckt sie sich bestimmt im Gras. Das verdammte Zeug muss verschwinden. Vieles von dem Gras nicht mehr übrig. Den Rest brennen wir noch bald genug nieder. Nicht einschlafen, Sklave. Hier stehen noch mehr Schmerzen bevor. Was? Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Und du kannst sterben, wenn ich mit dir fertig bin. Was war das? Gar nichts. Aus dem Gesicht. Absolut gar nichts. Yes. Ich kann meine... Aufträge. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie Informationen über die Hauptmänner bringen oder sich gegen ihren Peiniger wenden. Kaum spüren. Doch ich finde schon die Kraft. Komm her. Danke, Walter. Habt ihr das gehört?
Ja, logisch werde ich das. Bam. Nice. Komm. Ach, das sind dann nur die Andeutungen auf Bogenschützen oder auf Armbrustschützen, ne? Deine Mutter. Bam. Schön zerschnetzelt, da ist der nächste. Sehr gut. Gut, haben wir das hier. Dann können wir uns das holen. Können wir da ein bisschen abgrasen. Stress ein bisschen hole. Wir haben 3 Hauptaufträge, ne? Okay. Aber wir können. Wir können Fähigkeiten noch nur verteilen. Wenn ihr nicht bald aufpasst, dann könnt ihr es allein mit dem Grog aufnehmen. Ich sehe schon Gespenster. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Die Sklaven können schnell rennen, wenn auch nur ein Stück weit. Mega. Gut, wo haben wir denn dieses... Haben wir denn diese komische... Ach, da unten wahrscheinlich, ne? Wir gucken aber jetzt nochmal die Fähigkeitspunkte uns an. Sonst können wir eigentlich nicht viel noch machen, ne? Ja, du verfügst nicht über genügend, okay. Für Schwert wäre dann halt auch ganz gut, aber ich glaube, ich gehe erstmal noch weiter auf Leben. Habt ihr hier einen Häuptling gesehen? Wenn sich einer hier blicken lässt, heißt es, dass ein Hauptmann etwas errichtet. Geht vielleicht da jemand umher? Wir Ratten. So, zack. So, den ersten weg. Ich
nächsten weg. Ich will nicht, dass mein Kopf abgehackt wird. Beste. Aber ich will das nicht. Was ist dieses komische Zeichen? Was ist hier drin? Diese Finish Moves, Mann, sind richtig geil. Boah, geil. Ey, episch, Mann. Komische Predikt. Was ist das? Ist das hier oben vielleicht irgendwie? Eine Leiche! Ist das hier oben vielleicht irgendwo? Ah ja, da ist es ja. Aha. Nanichir, Gelaia Mordor. Jo. Wo geht man jetzt hin? Jetzt haben wir hier noch diesen Ausgestoßenen und diese Bestie des Todes. Diese Reihe betrachtet Feinde und Schrecken, wo auch immer erschienen. Von Legenden beschwertes. Und dann gehen wir da mal hin. Zumindest im Kampf sterben. Ich glaube, das ist nichts. Menschen abschauen. Danke. Unglaublich, dass sie uns verlassen. So, jetzt haben wir das hier. Machen wir den noch schnell, diesen Auftrag. Auf dem Rücken einer gewaltigen Bestie ritt durch die Reihe und betrachtet seinen Feind Tod und Schrecken, wo auch immer er erschien. Alles klar. So, zack und... Alter. Meine Hände schwitzen schon. Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Scheiße, ja. Da drüben, da!
Bam. Ja, okay, das ist scheiße. Ist da was? Dann gehen wir noch schnell hier hin. Machen noch schnell diese zwei. Holen uns noch diese zwei Artefakte, ne? Den. Und das hier noch. Direkt hoch, dann haben wir das auch. Sehr gut. Wir haben heute ein bisschen gesammelt in der Folge. Ja, hallo, da haben wir jetzt hier schon mal alles fertig, haben hier verkackt gehabt. Haben hier mal alles eingesammelt, haben die eine Mission mit den Dingens gemacht, mit den mit den Sklaven. Und uns das hier noch. Ganz ehrlich, ich will gegen den kämpfen. Ah, da ist es doch. Dies ist, was ich sah. Nämlich, dass die Orks die Erde durchgraben. Sie haben gewaltige Höhlen in die Erde gegraben. In die Hänge der Hügel und Berge. Und dort arbeiten sie. Sie haben Schmieden errichtet und sie lassen ihre Schmiede Tag und Nacht Waffen und Rüstungen schmieden. Um Metall einzusparen, fertigen sie die Rüstungen nur für die Front. Als hätten sie nicht vor, sich je wieder zurückzuziehen. Oh, und dann sind da noch diese gewaltigen Gruben. Dort erschaffen sie bestimmt 100 Orks am Tag. Und einige davon sind diese Uruk-hai. Man erkennt sie sogleich, denn sie sind mindestens einen Kopf größer als die anderen Orks. Sie werden als Kämpfer geboren und beginnen sogleich den Rest zu führen. Niemand hat meine Spitzeleien bemerkt. Aber schick keine Krähen mehr. Die anderen Orks könnten misstrauisch werden. Okay, hier. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Hör mal her, komm. Boah, gewonnen jetzt, Mann. Gewonnen hinten. Also immer, wenn wir sterben. Oh. Er ist echt heftig. Wenn Urus herrscht, dann stehen Konkurrenzkampf und die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die ein Ergebnis aller ungelösten Machtkämpfe ausführt. Müsste
müssen wir wieder so ein paar Orks uns schnappen, ne? Orks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saunsam herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie Beförderung gewinnen an P-Macht hinzu. Okay, er ist ja auch noch so unsere... Boah, ist der hässlich. Und vor allem, er heißt der Zwilling, da gibt es sogar noch zwei von diesen hässlichen. Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Verbesserung. Wir sind ja fast, ja, 23 Punkte haben wir dann schon fast. Gut, hier würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir wieder ein bisschen Hauptquest. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut.